Olympia-Eisstadion in München. Es ist Zeit für Spiel 5, Halbfinale DL Playoffs. Der deutsche Meister zu Hause, der EAC Red Bull München gegen die Augsburger Panther. Und es ist so ein wichtiges Spiel in dieser Serie. Na klar, man kann sagen, Best-of-Seven-Serie ist es immer irgendwie wichtig. Aber es geht um die Führung. Wer holt sich das 3-2 und damit dann logischerweise auch die Chance, diese Serie als Erster zu beenden. Die Münchner zurückgekommen nach einem 1-2 Rückstand, nachdem sie eben das Heimspiel auch zu Hause verloren hatten. Aber dann am Mittwoch der Ausgleich in Augsburg im Kurt-Frenzel-Stadion. Das enge 2-1. So ist bisher jedes Spiel gelaufen in dieser Serie. Unglaublich eng, aber mit unfassbar viel Einsatz, Leidenschaft und sehr viel Defensivqualität. Wir sind gespannt, wie das heute ausgeht. Patrick Ehlechner ist unser Experte und Basti Schwele sitzt bereit am Kommentatorenplatz. Wünsche gute Unterhaltung. Und damit ein herzliches Willkommen zur Halbfinale Spiel 5 zwischen dem EHC Red Bull München und den Augsburger Panthern. Es wurde kurz angesprochen, eine Serie, die es sowas von in sich hat, die eigentlich nicht voraussagbar ist, um Tipps abzugeben, das wäre hier sehr, sehr leichtsinnig. Es wird heute auf jeden Fall darauf ankommen, ob das Imperium wieder zurückschlägt oder ob es vielleicht tatsächlich dann aus Augsburger Sicht heute noch einmal die Rückkehr der Jedi-Ritter gibt. Ein sehr schöner Vergleich, den der Kollege der Süddeutschen Zeitung Johannes Schnitzler dieser Tage zu dieser Serie gezogen hat. Wir blicken gleich mal hinein auf die Aufstellungen der beiden Mannschaften und sehen das Team von Trainer Don Jackson wieder unverändert. Also keine Verletzten, da ist alles immer im Lot und rot hervorgehoben, weil das im Studio unten schon mal angeklungen war. Diese Unsung Heroes, wie man so schön sagt, das sind nicht die Spieler, die groß in Erscheinung treten, die aber enorm wichtige Arbeit für ihr Team verrichten, in diesem Fall defensiv. Auch das ist ja eine Grundlage in dieser Serie. Ryan Button, Andrew Potnarczyk oder auch Keith Olley. Don Jackson heute in seinem 836. DEL-Einsatz. Zwei entfernt noch von Rekordtrainer Hans Zach. Und dann ganz schnell hinüber zum Team von Mike Stewart. Da gibt es einige signifikante Änderungen heute, weil eben Tölzer und Holzmann wieder ins Line-Up zurückkehren. Hat Mike Stewart ein bisschen umgestellt. Das ist so eine Hauptrundenausrichtung. Hafenrichter wieder vereint mit LeBlanc und Matt White, dafür David Steeler. Und so tauschen in gewissem Sinne Adam Peril und Jaro Hafenrichter die Positionen. Man darf gespannt sein, was diese Umstellungen vor allem bei den Augsburger Panthern bewirken. Damit fehlt der Puck. Beginnt das Spiel, Halbfinale 5 im Gang, Augsburg in Weiß und München in Blau. Drew LeBlanc. Patrick, wie wichtig ist es für Augsburg, wieder vier komplette Linien hier zu haben, sieben Verteidiger, das Ganze etwas ausgewogener in puncto Eiszeit gestalten zu können? Ich glaube, sehr, sehr wichtig. München spielt sehr, sehr aggressiv, hat ein hohes, hohes Tempo. Und um das eben mithalten zu können, muss Augsburg unbedingt mit vier Angriffsreihen agieren können. Eine Serie, in der man sich tatsächlich bislang gegenseitig aufreibt. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Sehr intensiv, jeder Check wird auch zu Ende gefahren. Nicht umsonst, da ist sehr, sehr interessantes bayerische Derby hier im Halbfinale der DL. Und dieses Checks zu Ende fahren, auch das muss man ein bisschen anders sehen. Ein Check ist ja nicht nur, wenn man mit Anlauf jemanden in die Bande hineinfährt, sondern das sind auch diese kleinen Zweikämpfe, die so unglaublich Kraft immer wieder kosten. Und die sind oft viel, viel intensiver als diese harten Checks, sage ich mal. Und die Kleinigkeiten sind oft sehr, sehr schwer auch zu erkennen. Michael Wolf liegen gelassen für Patrick Hager. Immer wieder enorm eng ums eigene Tor herum verteidigt. Sehen wir auf beiden Seiten. Das Schöne an dieser Serie, was es mittlerweile geworden ist, geleitet heute von Circo Hunius und Alexi Rantala. Patrick ist ja
dass man immer Vorhersagen macht zu so einer Serie. Aber dass alle vier Spiele bislang mit einem Torunterschied ausgehen, dass wirklich die Defensiven hervortreten, das hätte wohl niemand so wirklich erwartet. Nee, nicht wirklich. Also ich zumindest nicht. Und dass die Spiele so eng immer ausgehen vor allem und so lange zum Teil auch, hätte ich niemals erwartet. Aber es ist eben eine besondere Serie. Thomas Holzmann, er wieder zurück, nachdem er in Spiel 4 nicht mit dabei war. Über Gründe darf und kann spekuliert werden, aber es wird im Playoff nicht bekannt gegeben, was mit den Jungs los ist, wie es aussieht. Entweder sie spielen oder sie spielen nicht. Und auch das habt ihr kurz im Studio anklingen lassen. Es muss schon ein großes Ding sein, wenn man in den Playoffs als Eishockey-Spieler nicht aufs Eis geht. Ja, ich glaube, es gibt keinen einzigen Profispieler, der freiwillig zum Trainer geht in den Playoff-Zeit und sagt, ich kann nicht spielen, weil ich habe Schnupfen. Also das bezweifle ich eher ganz, ganz stark. Also höchstens, wenn Husten noch dazu. Ja, aber Husten und Schnupfen ist dann schon wieder eine andere Nummer. So, immer wieder ein Mittel, das von Augsburg versucht wird, über die komplette Serie, Pucks hoch hinaus in die neutrale Zone und so München zu überlaufen. Jetzt aber Kontermöglichkeit, München gut freigespielt, Yannick Seidenberg. Erste so richtig gefährliche Aktion aufs Tor in diesem Spiel. Seidenberg verzögert da gut. Einzige Problem, er geht auf die Rückhandseite. Deswegen konnte er nicht so druckvoll diesen Schluss platzieren. Daryl Boy. Boyle. München versucht mit langen Pucks über die Bande, um Augsburg in der Mitte vor dem eigenen Tor etwas auseinanderzuziehen. Und dann mit viel Bewegung, so wie jetzt zu sehen, ein bisschen Chaos in die Ordnung von Augsburg in der eigenen Zone zu bringen. Abgefälschter Puck, gute Möglichkeit, Eder. McNeil. Hans Dietsch. Marklops. Und wieder dieses Mittel. Der hohe Puck in Richtung Matt White. Der so ein bisschen der gute Geist bei Augsburg in dieser Serie ist. Taucht hin und wieder an der gegnerischen blauen Linie aus. Keiner weiß wirklich, wo er herkommt und agiert dann so ungemein gefährlich. Ja, man muss auch sagen, für die Defensive, egal für welches Team, sind diese hohen Lupfer sehr, sehr unangenehm. Immer kommt so ein hoher Puck aus der Luft, den musst du rausfangen. Und meistens bekommst du dann unheimlich viel Druck schon, währenddessen der Puck in der Luft ist vom Gegner. Plus, was man hier auch noch hat in München wie auch in Augsburg, ist das Eis relativ hart. Das heißt, der Puck springt da oft sehr unkontrolliert. Steffen Tölzer. Brady Lamb. Durchschneidender Pass hier. Perfekt gespielt für Drew LeBlanc. Hafenrichter. Das ist für diese Serie tatsächlich jetzt in den ersten 4,5 Minuten ein sehr, auch wenn es hier mal ein bisschen Flugstunden gibt, es ist ein sehr gemächlicher Auftakt tatsächlich. Ja, anders als in den bisherigen Spielen, da gebe ich dir vollkommen recht, geht etwas gemächlicher los das Ganze. Vielleicht eben gesehen, da drüben ja. Von den Jungs, Verletztenliste bei München, auch die ist lang, dennoch, München hat natürlich enorme Tiefe, nicht nur in Quantität, sondern auch in Qualität im Kader. Michi Wolf, Andrew Bodnarczak, Yasin Edis. Ah, guter verdeckter Schuss und wieder ganz schnelle Reaktion von Oliviero. McNeil, Holzmann und sehr hier Gill.
3-2 Konter, wenn das schnell gespielt wird bei München. Pass war gut gedacht von Ilis für Hager. Hager holt sich den Zweikampf gegen Payrell. Nachschuss Ilis! Payrell, das wird 2 Minuten geben gegen den Augsburger. Na, war nicht clever. Er bekommt erst einen ziemlich harten Check gegen Wolf. Revanche-Foul. Michi Wolf, heute 300. Spiel für den EHC Red Bull München. Da schauen wir nochmal hin. Das ist schon clever. Um dem Check zu entgehen, setzt du offensiv selbst diesen Check nach hinten weg. Damit schockst du auch ein bisschen den Gegenspieler. Und dann kommt und eben der Schlag. Lässt sich da zu diesem Schlag hin. Lässt er sich eben kurz provozieren und dann kommt der Schlag gegen die Schlittschuhe von Michi Wolf. Aber gut provoziert von Wolf. Wir blicken nochmal auf die Chance von Yasin Ilis. Bekommt hier erst diesen Schuss. Klasse. Abgewehrt erneut von Olivier Roy. So, erstes Überzahlspiel für München. Im ersten Überzahlspiel in Spiel 4 traf Derek Joslin zum 1:0. Ebenfalls in der Anfangsphase. Schuss Joslin. Trevor Parks. Badmox. John Mitchell. Schön freigespielt jetzt. John Mitchell. Vokes wartet lange mit diesem Querpass. Der verspringt und dann Jule Blanc mit etwas Luft für Augsburg. Ja, es ist interessant zu erkennen, dass München oft diesen Querpassversuch startet bei Roy, denn Roy sehr aggressiv da aus dem Torraum rauskommt. Und so sind die schnellen Querpässe für den Torhüter unheimlich schwer sind. Schöner Aufbau jetzt vor München. Schnell direkt gespielt, Stationen passen. Hager gegen Rikis, Seidenberg, Ilis, Schläger von White dazwischen. Seidenberg, erneut Ilis. Und dann wieder die Abwehr von Roy und dann Avis Rikis. Er ist der Hausmeister vor Olivier Roy. Der kehrt alles weg, was da vor der Haustür liegt. Ja, gutes Zusammenspiel zwischen Verteidigung und Torhüter. Hat man sich perfekt auf den Gegner eingestellt. Denn falls mal Roy einen Rebound bzw. den Puck nach vorne abprallen lässt, ist sofort in dem Fall Rikis zur Stelle. Matt Stager. Die Eder. So, und Payrell ist wieder da. Augsburg komplett. Brady Lamb. Ja, das war jetzt eng gespielt bei Augsburg. Eder mit der Möglichkeit. Und wieder ist Roy mit dem Blocker da. Also, Roy ist hervorragend wieder mal in diese Partie gestartet. Schon 2, 3 überragende Saves. Es müssen nicht immer diese Top 10 Saves sein. Hier überragend mit der Stockhand zur Stelle gewesen. Geht wieder weit raus aus dem Tor, macht sich groß. Eigentlich ein guter Schuss gewesen von Eder, auch für einen möglichen Rebound. Aber Roy fälscht die Scheibe perfekt ins Tornetz ab. Bodnarczak. Also Roy wird in dieser Anfangsphase ordentlich eingedeckt jetzt von München. Nächste Möglichkeit. Und was für ein Save erneut von Roy gegen Stajan. Ja, der Junge ist heiß. Payrell. Freigespielt, Sesemski. Schuss in Richtung Danny aus dem Birken, der eigentlich noch nicht wirklich ernsthaft was festhalten musste. Also noch keine Tore hier und Olivier Roy läuft langsam warm. Wir schalten runter aufs Eis. Sascha Bannermann hat Maxi Kastner. Mit Maximilian Kastner. Maximilian, war das so ein bisschen die geplante Anfangsoffensive? Ja, definitiv. Wir nehmen uns immer vor,
sehr viel offensiv zum Spielen, die Scheibe in der offensiven Zone zum Halten. Sonst hat es ganz gut gelungen. Jetzt müssen wir noch umgerechnet 49 Minuten zweiter spielen. Ja, gut gerechnet. Danke. Ja, anfangs Offensive kann man durchaus so stehen lassen. 9:1 die Torschüsse hier nach 8,5 Minuten. Und heute auch wieder im Stadion mit dabei Hans Zach. Er ist der Rekordtrainer der deutschen Eishockey-Liga mit 838 gecoachten Spielen. Und Don Jackson coacht dann heute sein 836. Also wird Hans Zach diesen Rekord wohl an Münchens Trainer abgeben müssen. Jetzt noch einmal Patrick, der Save von Roy. Ja, ein Genuss einfach für einen Torhüter. Denn es ist unheimlich schwer. Der Pass kommt hinter dem Tor, vors Tor. Das heißt, du musst erstens mal von dem rechten Pfosten dich nach vorne rausbewegen, um den Winkel zu verkürzen und dann noch in derselben Sekunde mit der Fanghand aktiv sein. Überragend. Gute Chance von Leblanc. Michi Wolf. Tager. Vogel gut geklärt, hinten mit dem kurzen Pass hinter das Tor. McNeil für Hafenrichter, Leblanc. Ja, das war nicht so schlecht. Der Schuss von Tölzer noch abgefälscht und auch da wenig Sicht für Deni auf dem Birken. Dann der unerlaubte Weitschuss von München. Man kann in dieser Serie eigentlich ununterbrochen über Olivier Roy reden, aber wenn man mit anderen Torhütern spricht, wie wir das jetzt in diesem Fall ja auch mit dir machen, hört man aus Torhütersicht, der hätte so einen guten Blick, wenn er den Puck mal aus den Augen verliert. Trotzdem dieses Gefühl zu haben, den Puck auch mit den Augen schnell wieder zu finden und trotzdem die richtige Position zu wahren oder wieder zu bekommen. Ja, das ist auch ein brutal wichtiges Zusammenspiel noch einmal mit der Verteidigung auch. Also die Verteidiger müssen ja auch dementsprechend immer strikt frei schaufeln. Und das ist jetzt kein Zufall, sondern ein sehr, sehr hartes Training. Vor allem im Torwarttraining, wo du mit deinen eigenen Verteidiger solche Szenen immer durchgehst. Das muss man mal erwähnen. Max Dürr, der Goalie-Coach in Augsburg. Der mit Olivier Roy oder beide miteinander. Das ist auch immer ein großes Miteinander. Goalie, Coach und Goalie. Man muss sich verstehen. Man muss auf einer Welle liegen. Aber das passt anscheinend hervorragend. Josse. Thomas Holzmann. Hardbox. Sternheimer, gefährlich, diagonal, vor dem eigenen Tor gespielt. Und noch einer hinterher. Ja, da muss man Arbeit schön erkennen können. München sehr aggressiv, immer clever mit dem Schläger dazwischen. Ja, jetzt aber kurz Platz für Holzmann. Genau, Sternheimer war es. Payroll, auch da. Versuchen, das Spiel auseinander zu ziehen und so diesen massiven Abwehrblock irgendwie in Bewegung zu bringen, dass man da mal einen Schuss oder einen Pass vielleicht durchsetzen kann. Daniel Schmelz. Nicht vorbei an Daryl Boyle. Und dann gut gelöst von Stage Mitchell. Erneut John Mitchell. Er bislang der Spieler in diesem Halbfinale. John Mitchell hat bislang die meisten Scorerpunkte aller vier Halbfinalisten gesammelt. In vier Spielen 6 Scorerpunkte in dieser Serie für John Mitchell. Trevor Parks.
wieder Mitchell. Stager. Ja, ungenaue Pässe auf beiden Seiten. Ziemlich ungewohnt für diese Serie. Zum Anfang dieser Partie. Vor allem aus der eigenen Zone heraus tun sie sich beide Teams schwer, den ersten genauen Pass auf den Schläger zu bringen. Der Pass an die blaue Linie für Drew LeBlanc. Dennoch in der Offensive. In den ersten 10 Minuten fast nicht vorhanden. So langsam aber sicher hat man das Gefühl, Augsburg findet sein Spiel in der Offensive. Ja, dem stimme ich nur zu. Die ersten paar Minuten gehörten klar dem Meister mit unheimlich viel Druck. Und dann war eben Roy bei diesen 2-3 Großchancen zur Stelle. Und jetzt ist Augsburg auch in der Partie. Wiesewski Schuss geblockt von Schack. Alles im Rahmen, Hase gegen Parks. Ja, das ist schon Royal Rumble. Viel Gewicht, viel Geschwindigkeit bei beiden. Und dann Shepherds. So, Michi Wolf, 300. Spiel heute für den EHC Red Bull München. Insgesamt der Kapitän in seinem 775. Auftritt in der deutschen Eishockey League. Zemski, Patrick McNeil, Say hier again. Ja, gute Übergabe von McNeil, der nach vorne geht. Fraser, der dafür die Position an der blauen Linie übernimmt. Schuss von Zemski. Ja, erstmal eine Phase, wo Augsburg es schafft, etwas länger sich im Drittel von München aufhalten zu können. Zesemski stark gemacht. Nachschuss möglich. Und dann Puck nicht getroffen. Matt Fraser. Konter über Frank Mauer. Hat heute Geburtstag, wird 31 Jahre alt. Jung, oder? Jung. Alt, jung. Relativ. Frank Mauer wird jung. Ja, der 31 ist jung. Jocelyn. Janik Seidberg vorne mit dabei, zusammen mit Yasin Ilis. Harte Arbeit hinter dem Tor. Augsburg mit 3 Mann hinter der Grundlinie. 2 Außenstürmer, auch extrem tief. Das gibt Platz, nämlich für diesen Pass auf Jocelyn. Und dann Olivier. Man muss ja von seinem Torhüter auch immer so ein Gefühl mitbekommen. Danny aus den Birken kennen wir aus seiner Ruhe. Olivier Roy jetzt mit den vielen, auch zum Teil spektakulären Saves. Als Mannschaft kann man da relativ gelassen, glaube ich, auch mal einen Schuss zulassen, weil man weiß, passt. Ja, das Vertrauen musst du als Torhüter ausstrahlen. Beide Torhüter haben komplett einen anderen Stil, würde ich mal sagen, zwischen Roy und aus den Birken, was aber das Spiel eben sehr, sehr interessant macht. In aus dem Birken sieht man eben einen großen Torhüter, der etwas passiver ist in seinem Torraum, und Roy hingegen der viel, viel agilere Torhüter im Torraum. Offensichtliche Unterschiede im Torwartspiel genauso offensichtlich, und das ist ja auch das Schöne an dieser Serie in der Spielauffassung. Richtig. Beider Teams sind wirklich zwei Systeme, die da aufeinander prallen in diesem Halbfinale. Hans Deetsch, gute Puckeroberung. Und dann ist es zu kompliziert, was Augsburg macht. Anstatt den Schuss zu nehmen, 2 Passversuche. Trevor Parks auf der anderen Seite. Mit dem Pass nach innen, Matt Stager. Und da geht Augsburg auf den Konter, Matt White. Daryl Boyle, Trevor Parks, der ist etwas zu lang. Steffen Pilzer.
Drew LeBlanc. Kastner. Frank Mauer mit Geschwindigkeit und Tölzer stellt sich da mit Wucht dagegen. Und nächster Konter. Noch einmal. Matt White. Wieder kurzes Eck anvisiert. Augsburgs Chancen werden deutlicher, werden klarer, werden besser. Ja, man kann das System auch sehr, sehr gut erkennen. Der Augsburger, sie stehen sehr tief um den eigenen Tor herum. Aber sobald München ihnen die Chancen gibt auf einen Konter, sind sie da. Mann! Christensen. Boah. Nochmal Christensen. Ryan Barton. Auch hier braucht er eine Millisekunde zu lang, um den Schuss anzubringen. Und dann ist die Bahn zugemacht. Auffällig in den letzten Minuten, Patrick. Viele versuchte und angekommene Direktpässe durch die neutrale Zone macht das Augsburger Spiel schnell. Ja, und das macht auch bis jetzt den Unterschied zu den ersten 5 bis 10 Minuten. Die Pässe sind einfach genauer, sind platzierter und deswegen kannst du dein Angriffsspiel auch viel, viel besser ausüben. Vorcheck von David Stieler, einziger Torschütze in Halbfinale 4 für Augsburg. Auch das macht diese Serie ja immer wieder aus. Diese ersten 10 Minuten. München dominant, München drückend. Ziemlich genau zur Hälfte. Seitdem spielt Augsburg. Und es gibt keinen Punkt. Oder weißt du, so ein Ding, das du greifen kannst, warum das so ist. Also wenn es Absicht ist von Augsburg, dann machen sie es einfach hervorragend für Auswärtsmannschaft. Die ersten 10 Minuten haben wir sowieso Roar da hinten drin stehen, der fängt eh alles und dann so langsam kommen wir auch in die Partie. Und was es München einfach nicht geschafft hat, ist diesen ersten Treffer zu erzielen, weil der Start war gut, aber wenn eben Roar da ist, dann hast du eben ein Problem. Seidenberg, Puck geht durch, Schmölz gegen Wolf. Da habe ich Wolf immer noch so gut unterwegs auf den Skates. Wie ein junger Hupfer. Ja, nach Thomas Greilinger der nächste große Charakter, der definitiv fehlen wird nach dieser Saison. Definitiv. Mitchell. Sesemski fällt. Mitchell. Strafe angezeigt gegen Augsburg. Gegen Sesemski wegen eines Hakens. Hat er sich selbst in diese Situation gebracht, Simon Sesemski? Er hat zuvor, glaube ich, sein Gleichgewicht verloren. Ja. In der Bewegung von rückwärts auf vorwärts. Hat auch überhaupt nicht gemeckert bei dieser Strafe. Das ist immer Zeichen dafür, okay. So, da ist er schon gefallen und dann muss er natürlich aufstehen, umdrehen. Ja, muss diese 3 schnellen Schritte wieder machen und da hakt der Anwalt schon mit. Ganz klar. Sesemski wusste sofort, okay, da muss ich jetzt mal runter. Damit zweites Überzahlspiel München. John Mitchell, Puck war noch auf der blauen Linie, deshalb kein Abseits. Nun wieder der Versuch von München, Augsburg zu ziehen, auseinanderzubringen. Im Viereck, in der Formation. Chorsley. Mitchell. Joslin, Mark Vokes, der will vermutlich wieder diesen Diagonalen rüber, der wird aber zugemacht. Joslin bekommt den Schussblock von Hafenrichter und Olivier, diesen Mann müssen wir nicht mehr vorstellen. War. München hat das sehr gut gemacht, abwarten, sie wollen immer diesen Schuss von der blauen Linie, von der Mitte, diesen One-Timer, den suchen sie, sie bekommen ihn auch von Joslin. Viel Verkehr auch vor Roar und Roar kann auch einen auf Superman machen, denn er fliegt dann einfach mal links auf die Scheibe drüber, sichert sich so das Bulli und hier kommt ein Roar geflogen. Ja.
Jetzt guter Spielzug von München, mal anders gespielt. Auf die kurze Ecke Hager, um einen Überraschungsmoment zu schaffen in Überzahl. Der Hager hatte enorm viel Platz vor Rohr. Es ging jetzt da auch mit zwei verdammt schnellen Pässen, ganz, ganz schnell. Elis sucht Hager, findet ihn und er war weit durch guter Stock dazwischen vom Augsburger. Auch da ist immer wieder zu sehen, wie viele Varianten, wie viele Möglichkeiten eben dieser qualitativ hochbesetzte Kader von München dann immer wieder bieten kann in solchen Situationen. Aber ich muss sagen, dass Augsburg ist sehr, sehr leidenschaftlich verteidigt in Unterzahl. Sie schmeißen sich, das wissen wir auch schon mittlerweile, mit allem rein, wie es nur geht. Und München hat dann ab und zu auch so ihre Probleme, überhaupt einen Abschluss zu finden. Auch hier wieder kurz gewartet von McNeil, wann er draufgehen kann. Unsicherheit abgewartet und dann geht Augsburg konsequent drauf. Arnil, Konter. Ah, der kommt zu spät, der kommt zu spät. Aber der wäre trotzdem nicht schlecht. Da war schon die Sirene. Matt White hat es angezeigt. Geh, geh, geh und schieß. Nur der kam die Millisekunde zu spät. Also Tor zählt definitiv nicht. Erstens aber mal. Trotzdem. Ja, also der hat das gut eingeschlagen. Raus, ja. Ins Kreuzeck rein. Okay, ja. Ein paar Sekunden zu spät, aber der war nicht schlecht. Und so steht es in einem höchst interessanten Halbfinale 5 nach 20 Minuten 0:0. Und wieder bietet uns diese Serie jetzt schon so viel. Ja, stimme ich dir nur zu, Basti. Alles andere als ein Unentschieden hätte mich auch stark verwundert. Nach dem ersten Drittel, wenn ich ehrlich bin, die Augsburger im ersten 10 Minuten, sagen wir, etwas passiver als ich dachte, hatten aber Rohr mit sehr guten Saves, wenn er eben auch gebraucht worden ist. Und aber Augsburg auch mit der ein oder anderen 2-gegen-1-Situation. Also ich würde sagen, ausgeglichenes erstes Drittel. Genauso können wir das, glaube ich, stehen lassen. Und Augsburg ist froh, dass der Kapitän wieder da ist, auch Sascha Bandermann. Denn damit hat er jetzt einen Interviewpartner gefunden. Ja, dem ist so erstmal die Frage. Alles gut, gesundheitlich, alles gut, fit für mindestens noch 40? Wieder besser, ja. Wunderbar. Erste Anfangsoffensive definitiv auf Münchner Seite. Inwieweit war das von euch eingeplant? Inwieweit war es auch schwer, da richtig reinzukommen, auch von der Defensive her? Wir wussten, dass München hart kommen wird. Sie sind daheim, ist klar. Wir wollten gleich dagegen stemmen. Ja, die haben sie ganz gut gemacht, aber ich denke, wir haben uns jetzt ganz gut gefangen. Arbeiten uns Stück für Stück ins Ziel rein und ja, jetzt kommen wir richtig. Danke, Stepp. Bitte. Und damit wieder zurück in München. Halbfinale 5, zweites Drittel steht an, unter Beobachtung. Beide Mannschaften, mögliche Finalgegner, Gegner von den Adler Mannheim. Mike Pellegrins links und Pavel Groß, der Headcoach der Adler Mannheim, heute hier im Stadion. Und jetzt ein Willkommen zurück an alle Zuschauer auf Sport 1. 0:0 hier nach 20 Minuten zwischen München und Augsburg im Halbfinale Spiel 5 der DEL Playoffs. Ein Spiel genauso wie diese Serie. Man geht ständig den Berg hinauf und dann wieder ins Tal hinunter. Das gilt für beide Mannschaften München. Unter Don Jackson hat extrem stark begonnen. Gute Druckphasen, viele gute Tormöglichkeiten. Zur Hälfte des ersten Drittels hat aber dann das Team von Mike Stewart übernommen. Ja, richtig. So sehe ich es auch. München ist sehr gut in das Drittel gestartet. Augsburg hat ein bisschen gebraucht, aber klar, dafür haben sie auch Olivier Rohr da hinten drin stehen. Aber umso länger das erste Drittel andauerte, umso besser kam dann die Panther in die Partie zurück. Olivier Rohr, der Torhüter der Augsburger Panther. Und sein Team müssen in den ersten 19 Sekunden des zweiten Drittels noch auf Simon Sesemski verzichten. Er sitzt noch eine Strafe aus dem ersten Drittel ab. Das heißt, München beginnt in Überzahl. Es ist dieses Spiel, wie auch die Serie, eine Serie der unterschiedlichen Eishockey-Philosophien, Ausrichtungen. Und genau das macht dieses Spiel, diese Serie und dieses Derby so unnachahmlich. Drew LeBlanc, erster Puck hinaus. Derek Jocelyn und Sesemski jetzt wieder da. Andrew Botnarczak, Keith Olli, Pfostenschuss! Platte oder Pfosten?
Und auch das nicht ganz sauber, denn wie kaum ein Schuss ging auch dieser nicht direkt durch, sondern war noch abgefälscht. Aber Top-Möglichkeit, wieder zum Auftakt des Drittels für München. Der Scheibe bleibt da an der blauen Linie hängen und Orly mit dem One-Timer und eventuell Mauer war da mit dem Schläger noch dran. So, auch Leblanc könnte da noch, nee, der geht dann steil hoch, also ja. Muss einer kurz vor dem Tor gewesen sein. Und dann klingelt es einmal am Pfosten. Knock, knock. Daryl Boyle. Augsburgs Fans wieder unglaublich zahlreich mitgekommen hier nach München. Machen für das Augsburger Team Auswärtsmatches fast zu einem Heimspiel jedes Mal. Ja, sind wieder bestimmt über 1000 Augsburger mit angereist hier nach München. Und klar, die machen eine brutale Stimmung. War mittlerweile auch schon gang und gäbe das Public Viewing im Kurt-Frenzel-Stadion zu Hause in Augsburg. Auch das ist immer hervorragend besucht. Trevor Parks. Mitchell. Und das sind so diese Sachen, nicht diese harten Checks, aber diese kleinen intensiven Zweikämpfe um jeden einzelnen. Ja, ähnlich wie im ersten Drittel würde ich sowas sagen. München kommt da wieder mit sehr viel Power, mit sehr viel Druck aus der Kabine. Und Augsburg, ja, die brauchen wieder ein paar Minuten, um in diese Partie reinzukommen. Stieler, abgelegt für Payrell gegen Seidenberg. Jasinis. Und auch das typisch. Da ist Jasinis ganz kurz der Puck vom Schläger gerutscht. Sofort gehen zwei Augsburger drauf und der Aufbau ist gehemmt und dann spielt man sich wieder in der Ecke da hinten fest. Einmal Jasinidis. Hager in der Mitte startet Wolf. Hager. Im Moment gibt Augsburg sehr viel Platz her in der neutralen Zone. Da kann München in Ruhe annehmen, weiterspielen, Geschwindigkeit aufnehmen. Henry Hase. Simon Sesemski. Und im Vergleich dazu hier zu sehen, Bondarczak sofort an Hans Dellstrahl, obwohl der den Puck noch gar nicht berührt hat. Matt White immer wieder versucht das auf die Kurze. Ja, ist mir das auch schon aufgefallen. Also White, wenn er eben freie Schussbahn hat, wählt er immer die Stockhandseite bei Danny aus dem Birken. Kostler. Justin Schack. Orly, erneut kommt der Schuss nicht durchgeblockt von Hans Dietsch. Der nächste Block, dann gesetzt von James Orly. Kann man vielleicht kurz darauf eingehen, Patrick, warum die Stockhandseite? Ja, ganz einfach. Zum einen kannst du mit der Stockhandseite nicht so gut fangen wie auf der Fanghandseite. Du musst immer einen Rebound abgeben, im Idealfall zur Seite oder eben übers Tor. Oder die Augsburger haben vielleicht eine kleine Schwäche entdeckt bei Danny aus dem Birken. Man muss schon detektivartig recherchieren und ganz genau suchen, um bei beiden Torhütern in dieser Serie überhaupt Schwachstellen erkennen zu können. Ja, definitiv. Das ist oft eben der Job von den Torwarttrainer des jeweiligen Clubs, auch den gegnerischen Torhüter zu analysieren und dann eben deinen eigenen Stürmern in Video-Sessions zu erklären, was der gegenüberliegende Torhüter macht. So, Tweet kommt rein und der Hashtag geilste Zeit, die Augsburger. Wo nehmen die nur die Kraft her? Bin schon beeindruckt. Darf man auch noch mal sagen, dafür lebt man als eishockey Spieler für diese Playoffs, für diese Serien, egal wie lang die gehen. Und da auch deshalb muss man auch mal sagen, Eishockeyspieler liegen im Sommer nicht am Strand. Nee, die Zeiten sind vorbei. Da musst du
sehr, sehr gutes Sommertraining absolvieren, um eben zu diesem Zeitpunkt jetzt Mitte April topfit zu sein. Aber genau das machen die ja, die da unten das machen spielen. Sie auch. Gut, ein paar Tage haben schon auch Urlaubs, aber nicht allzu lang. Maxi Kastner. Hase. Jule Block gestellt von Seidenberg. Hafenrichter, schöner öffnender Pass für Leblanc, der aber geht, beziehungsweise muss zum Wechsel. Stage. Und wieder gibt Augsburg da eine Menge Platz her. Mitchell. Button. Wieder geblockt vom Tor. Mitchell. Alex Seidenberg. Wieder. Diese vielen Pässe oben herum, um Augsburg zu locken. Matt Stager. Mitchell, jetzt ist Platz. 2 auf 1 Parks. In der Mitte Stager. Auch der wird weggenommen von Brady Lamb. Parks. Seidenberg, Jocelyn, wir sind da heute schon mal vor dieser Partie, Patrick, auf diese sogenannten Unsung Heroes eingegangen, also die Jungs, die jetzt nicht immer im Rampenlicht stehen, die aber extrem viel Arbeit verrichten, viel machen, dieses Schüsse blocken, dieses Pässe und Schusslinien auch zuzustellen, das ist in dieser Serie wirklich signifikant. Ich glaube, es gibt kein besseres Beispiel als die ganzen Spiele in dieser Serie zwischen München und Augsburg, wie es du schon sagst. Es sind nicht nur immer die sogenannten Superheroes, die dann das entscheidende Tor machen, sondern oft ist es schon während einem Spiel, die sich unglaublich in die Schüsse reinwerfen, blocken und nicht umsonst die Lieblinge der Trainer sind. Also nicht alle Superhelden tragen Umhang. Nur wenige. Und die können meistens fliegen. Wolf, Podmaczak, der kommt zur Mitte, zu Elis. Ja, der Druck wird schon wieder größer, das kann man schon erkennen. München will da den Augsburger wieder ihren Stempel aufdrücken. Sind auch viel, viel länger jetzt in der Zone immer der Augsburger Panther. Aber solange es Augsburg schafft, die Schüsse der Münchner außerhalb des Slot zu lassen und des eigenen Hauses, also hier außen diesen Schuss, klar will man den vielleicht abfälschen vom Tor durch Hager, aber damit, sage ich mal, machst du Rohan nicht allzu große Probleme. Und auch das ist signifikant, dass ein Michi Wolf zu Schüssen von der blauen Linie tatsächlich gezwungen wird, weil er eben weiter unten diesen Raum, diesen Platz nicht findet und auch die Pässe auf ihn so überhaupt nicht durchkommen können. Situation wie vorhin, genau. Also Augsburg gibt selbstverständlich, du kannst nicht alle Schüsse blocken und vom Gegner. Wie gesagt, aber diese Schüsse von der blauen Linie, darauf hat sich Augsburg eingestellt. Olin, diese Situation wieder, Handgelenkschuss von der blauen Linie. Und dann ist das entscheidende oder der entscheidende Faktor, den Schussweg frei zu machen für Rohr. Der braucht eine freie Sicht. Und Oliver Rohr im Halbfinale im Schnitt 46 Schüsse pro Spiel aufs Tor. Also diesen Wert auf der Playstation zu erreichen, das ist schon schwer. Vor allem, wenn es gegen Washington ist. Tatsächlich auch im realen Leben. Also ja. Spiel dauert 60 Minuten, 46 Schüsse. Das ist schon Hausnummer. Das ist schon eine Menge. Frank Mauer, abgelegt für Daryl Boyle, Kastner. Und die zweite Kunst, weil wir gerade dabei sind mit diesen Schusslinien zu stellen, besteht ja darin. Erstens, du stellst sie zu, du sagst aber auch, jeden kann man nicht blocken, wegnehmen. Ja. Dann muss man es schaffen, auf der anderen Seite wieder sein Torhüter freie Sicht zu geben. Also ganz genau. Das ist ein schmaler Grat. Ja, das Timing ist entscheidend. Genau. Und das gilt es eben zu perfektionieren. Jule Block. Aber offensiv in dem Drittel, ähnlich auch wie im ersten Drittel, fast 8 Minuten sind jetzt vorbei. Wenig passiert, also wenig Schüsse auf das Tor von Danny aus dem Birken.
So, Torschüsse in diesem zweiten Drittel. 5 von München auf Roy, bislang 0 von Augsburg auf der Niederseite. Aber ich sage da ganz ehrlich, aus dem stimmt nicht mit dieser Statistik, denn es ist furchtbar, als Torhüter 8 Minuten keinen einzigen Schuss auf dein Tor abzubekommen. Du musst da so mental auf Höhe sein und dich weiterhin konzentrieren. Da bin ich lieber am Tor von Roy und krieg 80 Schüsse gefühlt. Sehe ich nur, die Schüsse ist auch die Bewegung, dieses Dasein, dieses Fokussieren. Danny aus dem Birken steht da hinten, er freut sich, wenn der Puck mal nur ins Drittel jetzt kommt, dass er zumindest die Bewegungen wieder von mitgehen links kann. Nach rechts fahren kann. Christensen. Aber das macht eben auch Top-Torhüter aus. Bei jeder Chance, auch wenn du nicht viele Schüsse auf dem Tor bekommst, eben da zu sein. Brady Lamb. O'Neill. Kortmatschak kommt weit hinunter, um den Druck aufrecht zu halten. Mit Stajan. Wieder nimmt er den Schuss. Ja, der war abgefischt, der war gut von Parks. John Mitchell. Stajan. Stajan und dann wieder dieser Block. Bodnarczak, aber Augsburg kommt nicht raus. Und auch wenn man wenig zulässt, die Oberschenkel, die werden irgendwann blau. Und dann ist es so schwer, danach zu kommen. Weiter zu stehen, weiter standhaft zu bleiben, gegenzuhalten. John Mitchell kommt zum Schuss. Nächste Großmöglichkeit von München. Und Augsburg hat jetzt durch den Powerbreak kurz Zeit, durchzuschlagen. Hier noch einmal zu sehen, John Mitchells Schuss, der am Ende über der Fanghand von Roy an die Latte knallt und damit hinunter. Sascha Bandermann hat schon oben. Genau so ist das. John, was macht es gerade so schwierig für euch, auch Schüsse abzufeuern? In der eigenen Zone ist es generell schwierig, Schüsse abzufeuern. Wir waren jetzt viel zu lange in unserer Zone, müssen wir schneller rausspielen und enger am Mann sein, dass wir überhaupt in die Zone kommen. Aber dann werden wir wieder Schüsse abfeuern. Danke. Gleiches Spiel wie in Drittel 1 bislang in diesem Drittel 2. München hat die ersten 10 Minuten. Jetzt darf man auf die zweiten gespannt sein. So, die Eishockey-Woche bei Magenta Sport ist eine intensive. Morgen geht es schon weiter mit dem zweiten Testspiel der Eishockey-Nationalmannschaft gegen die Slowakei live ab 19.30 Uhr aus Garmisch. Dann heißt es am Sonntag Spiel 6 zwischen Augsburg und München. Dann eventuell noch das Spiel 7 am Dienstag und am Mittwoch dann schon das dritte Testspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, die kommende Woche in Tschechien zu 2 Spielen zu Gast sein wird. John Rogel. Ed Fraser. Der Pass auf Holzmann, der nur kurz die Kehle reinhält, um das Icing zu vermeiden. Jetzt ist Danny aus dem Birken, aus dem Tor. Da muss Seidenberg aufpassen. Er muss den Puck da rauslassen aus dem Körper, sonst heißt es Spielverzögerung. Rode. Sehe hier Gill. So, die 10-Minuten-Marke ist wieder geknackt, Patrick. Ja, und Augsburg spielt im gegnerischen Drittel. Stimmt, tatsächlich. Also Spiegelbild zu Drittel Nummer 1. Nach 10 Minuten kommt Augsburg wieder. Yasin Elis, gut gestellt jetzt für Schack. Und erneut ist es dann der Block. Aber es ist ein gefährliches Spiel, das Augsburg hier im Moment betreibt. So baut man den Gegner natürlich auch auf, wenn der merkt, wir spielen die Minute zu Minute fest im eigenen Drittel. Nein. Augsburg verteidigt das sehr, sehr aggressiv. Das kostet auch unheimlich viel Energie.
Und das Problem ist, wenn du so lange hinten drin stehst, wo sollst du noch die Kraft hernehmen, nach vorne zu spielen? Das ist das andere. Eigentlich haust du nur den Puck nachher aus, gehst dann wechseln. Im Moment spielt sich für die kommende Reihe eigentlich dann wieder das Gleiche ab. München kommt, erstmal wird verteidigt hinten, Puck hinaus und erneuter Wechsel. Andi Eder, Mats Christensen. Andi Eder. Auch da war ein Stock von Augsburg dazwischen. Vogel unter Druck von zwei Mann, gut gelöst hier. Peyrell. Stieler. Jetzt mal ein Und Schuss. Und das war er. Der erste Schuss auf das Gehäuse von Danny Austin-Birkin nach 11 Minuten und 30 Sekunden im zweiten Drittel. Aber ich sag dir, mental, solange Augsburg eben die Null halten kann, ist es besser für Augsburg, weil München macht das Spiel, sie dominieren auch dieses Drittel, sie können unheimlich viele Chancen kreieren, erarbeiten, aber Augsburg, denen brauchst du nur einen Konter zu lassen und dann sind sie da. Auch das ist dann natürlich wieder Frust. Hier mal ein kleines Chancen-Potpourri, was München da in den letzten Minuten wieder vergeben hat. Und immer ist irgendeiner dazwischen, kann man den Schuss nicht genau anwenden. Auch das frustriert ja irgendwann. Ja, unheimlich. Du machst das Spiel, du bist da unheimlich aktiv. Abseits von Frank Mauer. Und die Scheibe will einfach nicht ins Tor. Du hast einmal Pfosten gehabt, einmal Latte. Klar, das Spiel optisch spricht alles für München. Da brauchen wir nicht drum herum reden, aber Augsburg macht bisher in meinen Augen alles richtig. Die Null steht und Rohr hält sowieso hinten alles dicht. Und dazu kommt ja noch, das ist ja jetzt nicht nur hier über 30 Minuten, sondern das ist ja jetzt schon im fünften Spiel eigentlich dieses Ding. Und irgendwann musst du halt bei Mannschaften wie Mannheim oder München als Underdog, was Augsburg definitiv ist, in den Kopf hineinkommen. Ja. Und nur so kommst du in den Kopf dieser Mannschaft. Sehe ich genauso, ja. Jetzt durch Maxi Kastner. Strafe wird es erneut geben gegen Augsburg. Danny Austin-Birkin aus dem Tor. München setzt sich erneut fest. Olli Roy, Strafe Augsburg. Und da war mal eine ganz kleine Lücke zu erkennen in der Abwehr. Und wir sehen wieder Sesemski, der da eben Kastner in der allerletzten. Was will er auch anders tun? Die Strafe muss er einfach nehmen. Drittes Überzahlspiel für München in dieser Partie. München bislang mit 3 Powerplay-Toren in der Serie. Justin Schack, Seidenberg, Michi Wolf. Und da haben wir diese laterale, extrem schnelle Bewegung von Olivier Roy. Patrick, die ist für dich. Ja, sowas analysiere ich sehr gern, klar. Er hat es auch gerochen irgendwo, weil du weißt, okay, Michi Wolf steht irgendwie rechts von dir, wird auch in der Videoanalyse angesprochen. Und wenn da der Pass runterkommt auf Wolf, dann sage ich mal, zu 90% holt er aus und für diesen berühmten Wolfi-One-Timer. Aber Rohr eben lässt das Ganze simpel aussehen. Rohr, Puck war noch gut, er war auf der blauen Linie, Brady Lamb. Oh, Elis blockt den hier ab. Elis ist durch, nimmt den Schuss. Und sofort wieder dazwischen. Keine Nachschussmöglichkeit für Michi Wolf. Aber der muss natürlich hinunter, der muss raus aus dem eigenen Drittel. Elis. Seidenberg. Justin Schack. So, und jetzt wieder nicht. Lamp und Roy dazwischen. Ein paar dicke Möglichkeiten. Aber es ist so unglaublich leidenschaftlich, es ist so unglaublich viel Einsatz da von Augsburg. Man wirft sich in alles, was da aufs eigene Tor kommt. So, der von Lemp muss natürlich raus. Elis macht das gut, fängt ab, nimmt den Schuss und jetzt sofort wieder. Gar nicht auf den Puck geschaut, sondern nur auf den Schläger des Gegenspielers hier bei Michi Wolf. Ja, und Elis versucht da kreuzig zu gehen, Fanghandseite. Und dann bei dem Querpass war sofort wieder die Verteidigung zur Stelle. Gute Move mit der Schulter, aber auch den Rebound. Gut, den Schläger weggenommen.
So, gab jetzt Aufregung von John Mitchell, wo das Bullying stattzufinden hat. Und wieder bringt Augsburg den Puck hinaus, Matt White. Mark Vokes. Derek Joslin. Einmal Joslin. Der geht durch und der passt. Da ist das Tor für München. 11 Sekunden vor Ablauf der Strafe und er hatte dann wohl doch seinen Schläger im Spiel, Trevor Parks. Es wäre sein erstes Tor seit 27. Januar, seit 19 Spielen, die er nicht getroffen hatte, bis jetzt. Ja, blicken wir drauf, auf opferungsvolle Augsburger verteidigen da mit Katz und Maus und dann war es aber auch klasse abgefälscht. Also Parks, den so abzufälschen in die entgegengesetzte Richtung, wie Hoa geht. Hoa geht es nämlich auf dem Weg nach links und blickt mir mal auf den Schläger von Parks, ganz links im Bild. Ach, das war nicht der Schläger, das war Schienbein. Er wird am Körper angeschossen. Ja. Körper, Hose, Schienbein, egal, Parks kann es egal sein. Und der Treffer ist hart, hart erarbeitet für München. Das kann man wohl sagen. Erstes Playoff-Tor für Trevor Parks. Mark Vokes und Derek Joslin, die Assistenten zum Tor von Trevor Parks. Ja, der dreht sich da auch in den Schuss rein. Clever gemacht von Parks. Im achten Spiel gegen den Ex-Club Trevor Parks mit seinem dritten Tor und seinem insgesamt sechsten Scorerpunkt. Da fällt selbstverständlich Parks eine riesen, riesen Last von den Schultern. Bleibmauer, Bortmar-Chuck. Mit Station und Christensen versucht München jetzt zwei Leute vor Olivier Roy zu platzieren. Kontermöglichkeit, aber jetzt für Augsburg. Matt Fraser allein muss den Zweikampf suchen. Guter Schläger von Bortacak. Ja, und Augsburg muss jetzt selbstverständlich mehr in der Offensive tun. Es kostet unheimlich viel Kraft und Energie, das haben wir schon gesagt, auch so oft in Unterzahl ran zu müssen. Aber jetzt sind sie ein Tor hinten. Ja, jetzt muss man offensiv, klar, ein bisschen mehr agieren. Sehr hier Gill. Matt Fraser. Ja, die Zustimmung passt da mal kurz nicht und Danny aus dem Birken. Zweiter Schuss! Die Linie entlang! Und das ist genau das, was passiert. Torschussverhältnis 14. Du hast es gerade gesagt, das war der zweite Torschuss jetzt. Ja, aber ich sagte das, das ist für unerklärlich für einen Torhüter. Du stehst da hinten drin. Alles super, alles toll. Kriegst den zweiten Schuss irgend so eine Banane. Du weißt gar nicht, wo der Rebound hinfliegt. Und den hat er normalerweise sicher da. Also ganz, und damit ist nachgearbeitet von Tommy Holzmann. Eine halbe Sekunde zu langsam mit der Fanghand auf den Puck. Und das ist kein Vorwurf, kein Kritikpunkt. Das ist einfach menschlich, das ist normal. Dass du da eben, das ist immer wieder interessant zu sehen. Alle Top-Torhüter haben so ihre Probleme mit dem, wenn so wenig los ist. So wie ein Spieler, der durch regelmäßige Shifts eben seinen Rhythmus findet, findet ein Torhüter. Richtig. Ja. Die Schüsse, die er bekommt, auch seinen Rhythmus ins Spiel. Ein Spieler, der nur in der vierten Reihe spielt und drei Wechsel hat, der kann nicht gleich ein überragendes Tor schießen. Er geht schon, aber selten. Ja, Elis. Immer noch Elis. Daniel Schmelz. Brady Lamb. James O'Neill. Thank you.
Errol Boyle. So, jetzt hat man den Vorcheck von München mal kurz ausgehebelt. Durch wieder mal zwei schnelle Pässe aus der eigenen Zone heraus. Jules Leblanc ist weg. Henry Haase. John Rogel. Thema Nachhaltigkeit. Wenn man schon mal vorkommt, dann muss man natürlich auch darauf schauen, dass man den Puck dann halten kann, dass man die Pucks, die wenigen, die man nach vorne hat, wirklich auch zum Tor bringen kann, dass es gefährlich wird in diesen wenigen Situationen. Man muss ja auch sagen, die München bislang auch hergibt, denn das ist ja natürlich dann schon Tor verschoben. Defensiv gut gespielt von München. Ja, sie machen das auch clever in der eigenen Zone, die München, da brauchen wir nicht drum rumreden. Das war Schuss, ging da eben knapp vorbei, Danny Austerbirken, er fädelt da ein bei Leblanc, ist zwar im Torraum mit dem rechten Schlittschuh, darf er eigentlich nicht drinstehen. Austerbirken fährt da quasi hinein, aber Spiel ging weiter. Brady Lamb. Auch das mal eine Variante jetzt gespielt. Holzmann nach dem Bulli hoch zwischen die Verteidiger gekommen. Auch Augsburg hat seine kleinen Kniffe, die man immer wieder einsetzt. Gut zu sehen. Ja, hier geht. Augsburg kann man gut erkennen. In diesem Wechsel sind besser drin. Können als auch München mal etwas unter Druck setzen. Von Lamb. Holzmann. Wieder Brady Lamb. Holzmann. Der ist weg. So, das war ein guter Shift jetzt. Der Augsburger Linie um Gill, um Holzmann und um Fraser. Von Andi Eder. Auch das Drittel neigt sich schon wieder dem Ende zu. Keine 90 Sekunden mehr zu spielen. Man hat so das Gefühl, es passiert ständig was, aber irgendwie auch wenig. Ja, stimmt irgendwie. Am Samstag nochmal zu sehen neben DB-Präsident Franz Reindl. Auch für den gibt es morgen mit der Nationalmannschaft Heimspiel in Garmisch-Partenkirchen. Zugemacht, Payroll, David Stieler. Stieler gegen Botnarczak. Unterstützung bei Augsburg kommt. Wieder ganz kleiner Fehler. Puck 10 cm vor der Schaufel. Schon keine Chance mehr, den zu kontrollieren, weil der Gegner da ist. Ja, da kann man wieder erkennen, wie wichtig eben dieser erste Aufbaupass aus der eigenen Zone ist. Weil wenn der nicht perfekt ankommt, kommt meistens der Gegner an die Scheibe. Du willst eigentlich zum Wechsel fahren, kannst da nicht zum Wechseln und dann geht die Waschmaschine wieder in der eigenen Zone los. Jocelyn.
Brosnan gegen O'Neill. Michi Wolf. So, noch einmal Augsburg in der Waschmaschine, wie du so schön gesagt hast. Schuss von Hager, geblockt von Drew LeBlanc. Da geht der Puck hinaus und dann sind 40 Minuten hier gespielt. Und München führt nach dem zweiten Drittel mit 1:0 durch das Tor aus der 35. Spielminute von Trevor Parks. Es ist umkämpft. Es ist wie immer knapp. Es ist so intensiv. Und man weiß tatsächlich von einer auf die andere Sekunde nicht, was wird passieren in diesem Match. Das bleibt hoffentlich auch so. Hoffentlich bleibt es so. Es ist unheimlich spannend, sehr interessant. 1:0 ist noch gar nichts im Eishockey, das wissen wir alle. Und ja, so kann es weitergehen. Und damit hinunter. Große Last haben wir hier gehört, ist vermutlich von ihm abgefallen. Durch das Tor, das Einzige, das bislang gefallen ist, Trevor Parks bei Sascha. Yeah, Trevor, I mean, one goal, you scored, but hard work, right? Yeah, you know, it's been a while for me, and sometimes that's how you get them, a lucky one went off my pants, but right now, ja, they all count. Tor, you guys got to keep going to the net, bring past the net, and hopefully get that next Tor abgeprallt, aber Hauptsache erst drin. But I mean, in general, it's a lot of hard work, 35 minutes, and you're playing Arbeit in their defensive end all the time, but it's still tough to get one past him. Well, yeah, we feel like we've pretty much controlled the pace of the series, ja, but these guys have been good defensemen, they've been stingy, they've been playing well, so we can't Serie change a thing. You got to keep getting pucks deep aber behind their end, so keep playing in their end, and hopefully wir müssen versuchen, in ihrem Drittel zu spielen, und dann wird schon einer oder andere reinfallen. Und damit wieder nach München. Halbfinale 5, Drittel 3. Das Team von Don Jackson, der deutsche Meister, führt hier mit 1:0 gegen die Augsburger Panther. Das Team von Mike Stewart. Es ist bemerkenswert, auch wenn man hier in der Drittelpause ein bisschen sich das Stadion hört. Alle sind unglaublich beeindruckt und sagen, wie machen die Augsburger das? Wie halten die da immer noch dagegen? Wie geht das, dass sie München eigentlich nur ein Tor bislang gegeben haben? Patrick. So meinen ist es einfach, dass die komplette Mannschaft defensiv unheimlich zusammenhält. Sie versuchen da jeden Schuss der Münchner zu blocken. Das gelingt ihnen sehr, sehr gut, muss man sagen. Dafür offensiv in den zweiten Drittel konnten sie nicht so das aufs Eis bringen, wie sie sich das vorgestellt hatten. Aber, das ist die große Aber, es steht nur 1:0 für München. Also da hat man 20 Minuten Zeit, das Ding auszugleichen bzw. zu drehen. Und Augsburg braucht ab jetzt Offensive. Hinein in den Schlussabschnitt. München blau, Augsburg weiß. Und in der Geschichte der DEL Playoffs gab es bislang in 25 Jahren erst 20 Mal ein 1:0. Mark Vogts gleich mit der ersten Chance nach 14 Sekunden. Zuletzt dieses Ergebnis, ja, auch im Halbfinale 1 zwischen Mannheim und Köln. Jetzt 3-auf-2 Situation. Augsburg, Laufwege nicht optimal. Und das könnte einen Konter geben für Frank Mauer. Hafenrichter, Joe LeBlanc. Augsburg braucht was offensiv von seiner Magie. Sehr gut hier, Puck abgeschirmt von Hafenrichter. Was hin und wieder gefehlt hat, bislang in diesen Playoffs, im Viertelfinale wie auch im Halbfinale, diese Souveränität, die München in den letzten 3 Jahren auch mit den Meisterschaften immer wieder ausgestrahlt hat, sei das in Hauptrundenspielen oder auch in den Playoffs, die ist ein bisschen abgegangen. Heute hat man tatsächlich das Gefühl, dass die Mannschaft ihr eigenes Ich so wiedergefunden hat aus den letzten Playoff-Serien, aus den letzten Playoff-Jahren. Ja, man ist als Münchner Fan durchaus auch verwöhnt, das muss man auch sagen, denn wie du schon gesagt hast, in den letzten Jahren hat mir immer München den Anschein gemacht, wenn sie gereizt worden sind oder sie waren einmal in Rückstand, dann konnten sie immer noch mal einen Gang hochschalten. Das ist bisher nicht so gravierend zu sehen wie die Jahre zuvor, das stimmt. Adam Perrin.
Er wartet hier gut ab, weil drei Mann zum Wechsel gehen. Marco Sternheimer, Peril, kurze Ecke zugemacht von Danny Austenberg. Ganz, ganz gemeine Schüsse von der Seite. Vor allem, weil der neue Style der Torhüter, sage ich mal, die gehen jetzt auch immer mit dem Butterfly runter an den kurzen Pfosten. Du siehst, wenn du da irgendwie den Schuss an die Hose bekommst oder Danny aus dem Wirk im letzten Spiel hinter der Torlinie, Schuss an den Schoner, schaust da verdammt blöd aus. Aber durch diese neue Technik der Torhüter kann da immer einer durchrutschen, so blöd das klingt. Und deswegen schießen ja auch die Spieler dahin, das wissen sie ja ganz genau. Adam hat ja auch schon ein Matt White in den Playoffs so ein Tor geschossen auf diese, man nennt es ja Percentage-Torhüter, die immer das Gleiche machen und eben in 9 von 10 Fällen geht das gut, auch wenn man zwischen Kopf und Pfosten ein kleines Loch auflassen muss. Matt White hat da im Viertelfinale schon mal Leon Niederberger mit dem Wahnsinnsschuss überrascht. Ja. Ebenso in Spiel 7 Daniel Schmölz. Richtig. Und für die Torhüter, klar, schaut das immer ein bisschen dumm aus, aber du kannst da nicht sehr viel machen. Du musst da mit der Maske ganz oben das Kreuzeck, sag ich mal, schließen. Und wenn er dich aber da an der Seite von der Maske anschießt, dann geht er von dort aus rein, würde ich sagen, einfach perfekter Schuss. Justin Schack. Jocelyn. Stieler übernimmt. McNeil. Hafen Richter und wieder kommt der Schuss. Einfach in Richtung Tor. James O'Neill, stark nachgegangen. Guter Schläger, aber dann gute Unterstützung von Sejan, der sehr tief kommt. Botnarczyk hinten aushilft. Aber nochmal O'Neill dazwischen. Hans Deitsch. Leichter Fehler an der blauen Linie, Druck dahin. Wieder muss Augsburg weichen, muss raus, muss neu kommen. O'Neill schafft es nicht schnell genug abseits. Stewart, was hat der seiner Mannschaft Leidenschaft eingeimpft im Verlaufe dieser Saison? Eine Aufbauaktion. Im vierten Jahr ist Mike Stewart Trainer in Augsburg. Zum zweiten Mal steht man in den Playoffs. Aber was er diese Saison mit dieser Mannschaft schon erreicht hat, das ist schon außergewöhnlich. Henry Hase. Sesemski. John Mitchell. Joe LeBlanc. Und da immer wieder zu sehen. München hat genau diesen Plan. Anzugreifen, 1-2 Meter vor der roten Linie, um Augsburg es nicht zu ermöglichen, den Puck tief zu schießen. Dass man nochmal über die Bande spielt. Dass man eben den Puck nicht hinter die eigenen Verteidiger bringt, was Augsburg ja immer wieder will. Das gelingt zum Teil gut bei München. Zweimal vorgeführt eben von John Mitchell. So, da will Augsburg den Puck hinhaben. White gegen Oli. Ja, Augsburg kommt viel besser aus der Kabine als noch in den ersten zwei Dritteln zuvor. München etwas passiver in diesen Anfangsminuten im letzten Drittel. Und deswegen kann auch Augsburg zu diesem Spielaufbau kommen. Axel Kastner. Und tatsächlich zum ersten Mal in den ersten 5 Minuten so eine Drangphase von Augsburg. Richtig. Frank Mauer. Ein Button. Schöner Pass.
Der passt genau in den Lauf gespielt. Pfosten. Nachschuss. Boah. Und was für ein Save von Danny Austin-Birken. Uiuiuiui. Matt Fraser mit diesem Nachschuss. Und der mit Abstand, mit weitem Abstand, allerbesten Chance der Augsburger Panther in diesem Match. Und plötzlich ist dann eben Augsburg auch da. Also wieder Konter, gut nachgesetzt, Rebound war da. Nur eben aus dem Birken mit dem ersten Brutalo-Save in dieser Partie. Michi Wolf. Yes. Weiten Bogen. Ja, Olli absichtlich nicht hingegangen, weil der Wechsel relativ knapp war. Aber so alles okay. Daryl Boyle. Patrick McNeil. John Rogge. Augsburg steht jetzt den sogenannten Stretchman, einen Mann ganz vorne an die blaue Linie von München, um sich diesen langen Pass immer wieder zu ermöglichen. Zwei Mann kommen danach in vollem Lauf. Erste versucht hier nur, den weiterzuleiten, und der Rest soll im Laufen sein. So will man jetzt den Druck auf München erhöhen. Schmelz. Ja, Strafe gegen Seidenberg. Erste Strafe für München in diesem Match. Auch das natürlich ein Faktor bislang, die Disziplin von München. Aber jetzt bekommt Augsburg sein erstes Überzahlspiel. So, wir blicken noch mal auf diese unglaubliche Chance von Augsburg. Hat angefangen mit dem Pass von Patrick McNeil. Der ist perfekt gespielt. In den Lauf. Am Pfosten war der. Der erste Schuss ging an den Pfosten, lange Seite. Und jetzt leeres Tor. Boah. Und dann der Blocker-Save von Danny Austin-Birken. Na gut, Austin-Birken macht ein auf Rohr. Also Weltklasse-Save. Tor war eigentlich. Wer ist dann jetzt wer, Patrick? Ja. Hat jetzt da lange zuschauen müssen. Und das ist ja genau die Kunst, dass du immer ansprichst, ganz wenig aufs Tor bekommen und dann so ein Save rauszuzaubern. Das ist für mich spektakulär. Und genau dann musst du eben da sein, um dein Team zu unterstützen. Und sei es nur eine Aktion im Spiel. Vielleicht könnte sie diese eben gewesen sein, aber gut. Weniger als 12 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Aber so ein Save pusht natürlich auch aus dem Birken. Da war es der erste Big One in dieser Partie. So hier geht Brady Lamb. Das Powerplay von Augsburg. Bulli gewonnen, Aufstellung sofort gefunden. München attackiert von oben. Kastner, um Lamb da rauszunehmen aus dem Schuss. Der kommt trotzdem. Sehr hier geht. Lamb. McNeil. Perel. Wieder kurze Ecke. Auffällig immer wieder. Sehr hier geht. Schmelz. Keith Orley. Auch das gut gespielt von Gill. Nochmal auf die andere Seite ein bisschen entlasten, München auseinanderzuziehen, Ruhe zu bekommen. Aber dann zu ungestüm gespielt hier von Perel. Punkt geht raus. Augsburg aber kommt. Joe LeBlanc mit Matt White. Schuss von Matt White, geblockt von Ryan Button. Und da sind wir wieder bei den Unsung Heroes. Ein Ryan Button, der spielt nicht unbedingt auffällig. Der macht nicht viele Scorerpunkte. Aber das ist so Stil Arvid Srekis von München.
Fraser. Matt White muss kurz warten. Stieler jetzt draußen. Augsburg mit drei Mann Druck auf den Puck. Drew LeBlanc, Szymanski, Matt White. Auch der nicht durchgekommen durch Orly. LeBlanc. Letzten Sekunden der Strafe gegen Seidenberg. Simon Szymanski. Drew LeBlanc. Matt White. Und München komplett. Ja, wichtig für München jetzt dieses Unterzahlspiel schadlos überstanden zu haben. Aber Augsburg kommt immer noch auf einer Welle. Ja, war visueller Druck von Augsburg jetzt in diesem Powerplay. Man hatte sich festgestellt, aber wieder die Schüsse nicht durchgekommen aufs Tor. Tommy Holzmann. Jaro Hafenrichter. Abgefangen. Anil. Gut verteilt jetzt Thomas Holzmann. Justin Schack. Auch er sofort an der blauen Linie gestellt. Peyrell. Anil. Peyrell, Arniel! Ja, der Druck wird größer auf Seiten Augsburger. Augsburg versucht, McNeil. Wieder Block von Ryan Button. Es ist die Hingabe, es ist die Leidenschaft, es ist die harte Arbeit in dieser so unglaublich spannenden und engen Playoff-Serie, die immer wieder diese kleinen, aber sehr feinen Unterschiede ausmacht. Das heißt auch gar nicht, dass eine Mannschaft härter arbeitet als die andere. Im Gegenteil, die reiben sich ja wirklich auf, aber es sind dann eben wirklich Zentimeter. Blockst du den Schuss, geht der Schuss durch. Ja, sie pushen sich gegenseitig und da sieht man nochmal den Block vom Button. In der Sekunde alles komplett egal ist, wie er morgen ausschaut. Aber wichtig. Muss man auch dazu sagen, die Ausrüstung der Spieler ist richtig gut, aber diese Schüsse, ja, die spürst du ja so brutal. Da gibt es einen blauen. Oder auch mehrere blaue Flecke. Simon Szymanski. Hase. LeBlanc für Matt White. Starker Save erneut von Außenbecken. Hat er spät gesehen. Den bekommt er an die Maske. Hase. Noch einen nachgelegt. Und jetzt, da München Danny Außenbecken richtig braucht, haben sie ihn auch. Ja, und Augsburg schafft es jetzt auch in diesem letzten Drittel, den Druck so zu erhöhen, wie sie ihn auch brauchen, dass sie zu viel, viel mehr Schüsse kommen, gefühlt als in den ganzen ersten zwei Drittel. Und setzen so den Meister ziemlich unter Druck. Hager, gestoppt von Brady Lamb. Patrick, du kommst deiner Schätzung ziemlich nah. 6 Torschüsse bislang, 6:2 für Augsburg in diesem letzten Drittel. Wir erinnern uns, nach 40 Minuten hatte Augsburg 8. Ja, war ich nah dran. Das sieht man auch, erkennt man auch in dem Spiel. Hat sich jetzt etwas gedreht. Steffen Tölzer, David Stieler. Sind jetzt Schieber rein, Puck kommt aber in Richtung Münchner Tor raus. Wieder aus sehr, sehr spitzen Winkel dieser Versuch. Daniel Schmölz, Maxi Kastner. Button, Frank Mauer,
mit Geschwindigkeit ums Tor herum und dann abgeblockt von Patrick McLean. So, Hager mit Entlastung, jäh gestoppt von Brady Lamb. Und das zuvor die Chancen von Augsburg, zweimal der Schuss von Henry Hase. Und dann ist das gut aufgeräumt von München, kein Nachschuss zulassen, kein Augsburger, der da auch nur annähert vor das Tor von Danny Außenbirken für den Rebound kommt. Holzmann, abseits. Auch das ist diese Serie. Zwei extrem spielstarke Mannschaften, wie man über die Hauptrunde gesehen hat, wie man es von München kennt, wie man Augsburg lange nicht gesehen hat. Und dann ist es in der Playoff-Serie zwischen zwei so spielstarken Mannschaften wirklich immer ein einziger Schuss, ein Block, ein Check, vielleicht eine Strafzeit, Kleinigkeiten und von beiden Mannschaften ganz großer Kampf. Weil eben auch das Niveau von beiden Teams unheimlich hoch ist und so verdammt eng ist. Also in allen Partien, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, immer nur ein Torunterschied, also sowas habe ich ja ganz, ganz selten erlebt. Viertelfinale 2009 zwischen Düsseldorf und Krefeld ging über 7 Spiele, 6 davon endeten mit einem Torunterschied. Jetzt Hager, Wechselfehler bei Augsburg, aber auch da so schnell wieder nach hinten gekommen, so schnell zugemacht, obwohl Hager in vollem Lauf kommt da nicht durch. Ja, Hager hat das sehr, sehr gut gelauert auf diesen Konter. Aber Augsburg eben in der letzten Sekunde hellwach gewesen. Simon Sesemski. Ja, richtig gespielt hier. In den Lauf seiner Spieler wieder hinein, also in die andere Ecke. Das Ding gedroschen. Sesemski, Hager, schickt Elis. Hier kommt er nicht zum Schuss, Yasin Elis. Drew LeBlanc. Ja, LeBlanc mit der Pferdelunge. Gefühlt immer auf dem Eis, dieser LeBlanc. Sich auch unter Fitnesscoach Sven Herzog. Athletisch und unter der Regie von Mike Stewart defensiv enorm verbessert, aber das Ganze ohne seine offensiven Qualitäten zu verlieren oder etwas einzubüßen. Gerd Mauer, David Stieler. Stieler nimmt Arneel mit. Deutlich zu sehen, dass Mike Stewart jetzt natürlich versucht, seine besten Kräfte zu forcieren. Hier nochmal der Konterversuch von Hager, einmal kurz abgedreht, direkten Weg zum Tor verloren und sofort geht die Schranke zu. Das kann München natürlich, die können nicht nur schön, sondern die können auch klug. Heißt jetzt in dieser Schlussphase, knapp 3 Minuten vor Ende, wird München versuchen, Augsburg zu frustrieren. Die werden nicht mehr groß nach vorne spielen. Die werden versuchen, ohne den Puck zu eisen, den immer wieder hineinzulegen. Ins Mitteldrittel, einfach aus dem eigenen Drittel heraus, um Augsburg weit hinten hineinzuzwingen, so wie hier immer wieder neu aufbauen zu müssen. James Arneel. Brady Lamb. Oh,
Oh, Fehler. Durchgekommen jetzt. Auch hier stark verteidigt von Hager. Und jetzt geht Hager. 3-auf-1-Situation. Hager versucht auch hier nochmal den Querpass, den Brady Lamb mitnimmt. Und jetzt der Konter von Augsburg. Abgefälscht. Seh hier, Gil. So, und es laufen jetzt gleich die letzten beiden Spielminuten in Halbfinale 5. Und Augsburg muss Player Daniel Schmölz. Ja, blick immer wieder auf Rohr, aber ja. Rohr kann nicht vor Mais. So, jetzt kommt der Puck nach hinten, sicher gespielt nach vorn für White. Noch kein Zeichen von Augsburgs Bank an Rohr. Mauer. Frank Mauer für Caster, der war stark gedacht. Daryl Boyle. Ja gut, Münch macht es clever, lässt da die Zeit runterlaufen. Vogts mit dem Schuss aufs Tor wird abgefälscht, geht über das Plexiglas und Augsburg will eigentlich das Bulli auf der komplett anderen Seite haben. Timeout Augsburg. Olivier Roy. Er wird jetzt noch drin bleiben müssen, weil man das Bulli vor seinem Tor hat. Aber mit der nächsten Welle verlässt er sein Gehäuse zur Schlussoffensive der Augsburger Panther. Augsburg erneut mit einem beeindruckenden letzten Drittel, aber die Durchschlagskraft, die fehlt und München hält defensiv sehr, sehr gut dagegen. Von Jackson stellt Elis, Wolf und Hager jetzt gegen die letzte Offensivbemühung von Augsburg. 77 Sekunden noch Zeit. Bulli geht an München. Olivier Roy spielt sofort weiter, aber Pfiff war bereits erfolgt. Noch ein Bulli vor Augsburgs Tor. Ja, das Bulli ist jetzt auch wieder entscheidend. Für beide Teams. In welche Richtung wird es gehen? Elis kann da die Scheibe sehr gut zurückkämpfen. Wieder wertvolle Zeitgewinn für München. Thieu Leblanc, die letzten 60 Sekunden. Aufbaupass kommt nicht. Michi Wolf spielt den wieder in die Ecke hinein. Elis geht nach. Das ist jetzt perfekte Arbeit von Münchens Sturmreihe. Aber jetzt kommt Thieu Leblanc. Und jetzt geht Olivier Roy, nee, auf halbem Weg aufgehalten, er geht zurück in sein Tor, muss zurück in sein Tor. Und Michi Wolf holt sich die Zeit in der Ecke. 30 Sekunden. Brady Lamb, da kommt der lange Pass an bei Matt White. So, und Roy jetzt rausgegangen. Perel, und jetzt gibt es das Bulli vor Danny Austin-Birken, 16,8 Sekunden. So, nächster Tweet, der reinkommt unter Hashtag Geisterzeit. Ich wünsche meine Overtime. Es wäre erstaunlich, gäbe es die in dieser Halbfinalserie beim Heimspiel von München nicht tatsächlich. Mann, ist das spannend. 16,8 Sekunden. Bulli Perel. Puck geht hinaus. John Mitchell, leeres Tor. Eine Strafe, nee, Strafe wird es geben gegen Augsburg. René war schon abgepfiffen, kein Tor, aber 4,8 Sekunden
vor Ende der Partie. Strafe Augsburg, Bulli in Augsburgs Drittel. Und damit ist dieses Spiel durch. Gelaufen. Was für ein brutaler Kampf bis zur allerletzten Sekunde. Von beiden Teams wohlgemerkt. So, und das heißt auch 1-0 heißt 0. Danny Austin-Birkin, der wird damit zu seinem ersten Playoff-Shutout kommen in dieser Saison. Seinen letzten gab es auch in einem Halbfinale Spiel 5 im vergangenen Jahr gegen die Adler Mannheim. Es war wieder ein großer Kampf beider Mannschaften. Und wieder ist es auch im fünften Spiel dieser eine Schuss, dieses eine Tor, das den Unterschied ausmachen wird. Die Refs gehen jetzt noch zum Video, beziehungsweise da geht es jetzt tatsächlich. Okay, Schiedsrichter überprüfen die Spielzeit anhand des Videobeweises. Einmal durchsagen bitte. Ganz genau, darum geht's. Videobeweis gekoppelt an die Spieluhr. Trevor Parks, 19 Spiele ohne Tor. Jetzt gegen den Ex-Club das Entscheidende in Halbfinale 5. Und Augsburgs Fans können trotzdem immer noch stolz sein auf ihr Team. Denn egal wie es jetzt ausgehen wird hier, ob es beim 1-0 bleibt. Diese Serie geht am Sonntag wieder zurück nach Augsburg. Und auch mit diesem einen Sieg ist das Ding für München noch lange nicht durch. Aus 4,8 werden 10 Sekunden, die es jetzt hier noch zu spielen gibt. Aber Augsburg im eigenen Drittel mit einem Mann weniger. Nicht unmöglich, aber höchst unwahrscheinlich. Überraschen sollte einen allerdings in dieser Serie auch nichts mehr. Bulli geht an München. Bodnarczak sicher in die Rundung gespielt. Elis gehalten und damit ist es jetzt vorbei. München holt sich den Sieg, holt sich den zweiten Sieg in Folge in der Serie und geht in der Best of Seven mit 3-2 in Führung durch das Tor. Das einzige in diesem Match aus der 35. Spielminute von Trevor Parks. Zum 21. Mal eine DEL-Playoff-Party mit nur einem einzigen Tor entschieden. Gründe kann man sicher einige ausmachen. Das zweite Drittel, es war sicher nicht das Beste der Augsburger Panther. Da stand man eigentlich nur hinten in der eigenen Zone. Die Offensive im letzten Drittel war dann letztendlich vielleicht zu wenig, um den Meister dann längerzeitig unter Druck zu setzen. Trotzdem großer Kampf. Ich glaube, das sieht man nach unten auf dem Meister. Sascha Bandermann. Ja, mit Thomas Holzmann, einem, der gesagt hat, okay, egal wie, ich muss heute auch raus und will dabei sein. Thomas, es war unglaublich schwer, heute ein bisschen offensiven Output zu bekommen. Was hat es so schwer gemacht heute? Ja, ich würde sagen, München hat uns sehr schwer gemacht. Ja. Sind nicht gut zum Tor gekommen. Die haben sehr kompakt gespielt, sehr gut defensiv gespielt. Und wir hätten hier und da einfach ein bisschen einfacher spielen müssen. Von der blauen Linie Scheiben zum Tor und mehr Verkehr vom Tor erzeugen. Und das ist uns heute nicht so ganz gelungen. Ein Rückschlag insofern, als dass man jetzt auch zwei Spiele am Stück verloren hat, mal gegen München. Wie viel
ist noch drin in dieser Serie, auch aus Augsburger Sicht selbstverständlich, wenn es jetzt zurückgeht ins Kurt Frenzel. Ja, man hat heute wieder gesehen, ein sehr enges Spiel. Ich glaube, körperlich sind wir topfit. Man sieht, sehr hart umkämpfte Serie. Aber beide Seiten geben alles, beide Teams. Und es wird auch die nächsten Spiele so sein. Dankeschön. Ja, direkter Wechsel. Klar, Yasin Elis ist da. Glückwunsch, Yasin. Ich habe gerade schon zu Thomas Holzmann gesagt, ja, es war natürlich auf Augsburger Seite heute eher wenig, was offensiv möglich war, weil der ERC Red Bull München was gemacht hat? Ja, weil wir viel in der offensiven Zone gespielt haben und wenn die Augsburger die Scheibe hatten, haben wir denen nicht viel Zeit gegeben, waren gleich am Mann dran und haben dann somit den Angriff gleich abgebrochen. Trotzdem, es bleibt weiter unglaublich eng und es bleibt auch weiter ein sehr harter Fight, um überhaupt Tore zu erzielen, auch für euch. Ja, extrem hart. Wir haben auch teilweise das Glück, nicht so wie ich da kurz am leeren Tor, aber ist okay. Wir müssen einfach weiterarbeiten. Ja, Serie macht bis jetzt ziemlich viel Spaß. Es sind zwar immer knappe Spiele, aber jetzt haben wir noch ein Spiel am Sonntag. Hoffentlich gewinnen wir das und müssen einfach weiterarbeiten. Und auch einmal Dank sagen wahrscheinlich an Danny aus den Birken mit diesem besonderen Save, wo es eigentlich hätte 1-1 stehen sollen. Ja, da haben sie auf einmal einen Alleingang gehabt und dann war der Danny zum Glück da. Der hat das ganze Spiel gar nicht so viel zu tun gehabt, aber dann, als wir ihn braucht haben, war er da und es war ein unglaublicher Save. Ihre Prognose, was bedeutet das für die Serie, dass Sie jetzt auch zwei Spiele am Stück gewonnen haben? Ja, dass wir gut gearbeitet haben, dass wir unseren Gameplan umgesetzt haben und den wollen wir am Sonntag nochmal 60 Minuten umsetzen und dann hoffentlich mit einem Sieg nach Hause fahren. Danke, Yasin. Danke. Okay.